Wir sehen uns. Der Mimus war ein Narr, der im Theater des frühen Mittelalters die Obrigkeit kräftig auf die Schippe nahm, ohne dafür bestraft zu werden. Heute nennt man diese Leute Comedians. Comedy und Kleinkunst auf internationalem Topniveau in Langenhagen. Abschlussveranstaltung der Mimuse, Sommersaison 2008 im Theatersaal. Trotz des schönen Wetters haben wir 250 Karten im Vorverkauf verkauft. Und wir gehen davon aus, dass die Veranstaltung heute ausverkauft ist. Während die Musiker im Saal mit dem Soundcheck beschäftigt sind, sammelt sich im Foyer das Publikum, um noch einen kühlen Drink zu sich zu nehmen oder Smalltalk zu halten. Wir sind heute hier im Foyer des Theatersaals in Langenhagen. Und da drüben im Saal wird heute eine Show stattfinden mit Matthias Brodovi. Das ist immer das Ende unserer Saison. Matthias Brodovi legt Gäste ein und das findet dann im Theatersaal statt. Und heute haben wir hier Ole Lehmann aus Hamburg, Comedy, Samit Tavalis aus Berlin und Knusper aus Süddeutschland. Und ich denke, das wird viel Spaß machen und wir werden viele Gäste haben. Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Technik steht, die Show kann beginnen. Sie schieben dabei die Spinne immer höher. Muss jetzt hier irgendwo. Und das Gemeine ist ja, Arachnophobiker, aber ganz besonders Arachnophobikerinnen, sondern ja Lochstoffe ab. Jetzt sind wir am Ende unserer Saison angekommen, das heißt, nach der Saison ist vor der Saison. Wir hatten sehr gute Gastspiele mit sehr guten Künstlern, guten Besuch, wir sind sehr zufrieden mit den Zahlen. Wir haben zwei Spielstätten, die einen guten Namen haben und zu uns kommen Leute von weit her und auch Künstler aus ganz Deutschland sind hier zu sehen. Wir hatten mal im Downstairs Michael Mittermeier, Ingo Appelt, Rüdiger Hoffmann. Das sind schon eine Menge Namen. Ich hoffe, dass viele, die das hier sehen, dann zu uns kommen werden und das anschauen werden, was wir an Programmen gebastelt haben und ich bin ganz sicher, dass viele viel, viel Spaß dabei haben werden. Das legendäre Downstairs, weit über die Grenzen unseres Landes bekannt. Für viele Künstler das Sprungbrett zu einer großen Karriere. Heute ist Kalle Pohl zu Gast mit seinem Soloprogramm Kalles Kiosk. Hallo! Und Mimuse, denke ich, das hat ja nur eine Kultur mittlerweile, ein Standing in Deutschland, was seinesgleichen sucht. Also das ist einiges, was hier durch Udo Püschel und seine Mitarbeiter entstanden ist. Hut ab, aber ich hoffe, dass dass diese Bühnen auf jeden Fall bestehen werden, weil da kommst du ans Spielen, da hörst du die Leute atmen.